Hallo, mein Name ist Marcel und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, eine sehr alte Geschichte über unsere Welt. Eine Geschichte, die uns eigentlich alle interessiert, aber die keiner von uns mehr wirklich kennt. Man hat uns Teile der Geschichte, hat man uns erzählt, weil man diese Teile nicht aus der Geschichte wegretuschieren konnte, sage ich mal. Deshalb kennen wir nur einen Teil der Geschichte. Und dieser Teil der Geschichte, der kann uns aber immer noch sehr viel erzählen. Der kann uns immer noch sehr viel beibringen. Daran können wir immer noch sehr viel lernen. Aber niemand von euch hat sich mal wirklich Gedanken über diese Geschichte gemacht. Manche von euch wissen schon, ein ganzes Teil. Manche von euch wissen darüber noch überhaupt nichts. Es gibt Menschen, die sind seit, man könnte schon mal sagen, Jahrhunderten, sind die dabei, uns die wahre Geschichte unserer Welt zu vermitteln. Es gibt ganz viele Bücher, in denen stehen Geschichten, die sich auf unserer Welt ereignet haben. Geschichtliche Ereignisse. Die werden darin genauer erläutert. Und wenn man sich diese Erläuterungen zu diesen geschichtlichen Ereignissen einmal ansieht, dann stellt man fest, die Geschichte, die man uns erzählt hat, das ist immer nur die halbe Wahrheit gewesen. Es gibt ganz, ganz viel Wissen auf unserer Welt über die Geschichte der Menschheit. Weil es gab immer Menschen, die die Geschichte aufgeschrieben haben. Ja, man hat uns viel darüber erzählt. Man hat uns erzählt, die haben früher Dinosaurier gelebt. Man hat uns auch erzählt, dass es früher Steinzeitmenschen gegeben hat. Und im Prinzip gibt es ja zwei Geschichten über die Entstehung unserer Welt. Es gibt die eine Geschichte von Gott, der die Welt erschaffen hat, auf der wir alle leben. Und dann gibt es die andere Geschichte, das ist im Prinzip der Urknall. Aber das ist ja nur eine Theorie. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Gott. Ihr sollt euch jetzt hier nichts anmaßen. Ihr sollt nicht hier auftreten wie Thor in euren Gedanken oder so. Ihr sollt einfach mal die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Stellt euch vor, ihr seid ein Vater. Und ihr habt 7 Milliarden Kinder. Und euren Kindern habt ihr eine wunderschöne Welt hinterlassen. Eine wunderschöne Welt, die ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Und dann seid ihr weggegangen. Ihr seid weggegangen vor 2000 Jahren, 4000 Jahren, ist ja egal. Ihr seid auf jeden Fall schon lange Zeit weg. Und irgendwann kommt ihr wieder, um eure Kinder zu besuchen. Und dann stellt ihr fest, ihr seht euch die Welt an, ihr seht euch an, wie eure Kinder leben, und dann stellt ihr fest, die ganze Welt ist auf den Kopf gestellt. Eure Kinder leben nicht mehr in Nächstenliebe miteinander. Sie helfen sich nicht gegenseitig, sie verkaufen sich ihre Arbeitsleistung gegenseitig. Und alle machen mit, auf der ganzen Welt, Die ganze Welt steht auf dem Kopf. Eure Kinder, die eigentlich gerecht teilen sollten, was sie haben, die sich gegenseitig unterstützen sollten, die wie Geschwister miteinander leben sollten, die leben total entzweit. Leben total entzweit. Keiner ist sich dem anderen mehr grün. Und sie streiten sich. Sie streiten sich immer weiter wegen dem Geld. Ich meine, viele Prozesse vor Gericht werden ja auch wegen dem Geld geführt. Und dann seht ihr euch die Welt an und dann stellt ihr fest, es gibt ein paar von euren Kindern, ganz, ganz wenige, die haben sich ja alles unter den Nagel gerissen. Das sind die Milliardäre. Die haben sich ja alles unter den Nagel gerissen und schlachten ihre Geschwister rund um die Welt aus. Sie lassen sie arbeiten,
und Produkte herstellen, die sie dann mit ihren Firmen nehmen und die teuer an ihre anderen Geschwister verkaufen. Und ihr seht ganz genau, diese Menschen profitieren davon. Ihr seht, ein paar eurer Kinder haben sich die ganze Welt untertan gemacht. Sie haben sich hier zu den Herrschern aufgeschwungen. Und dann seht ihr dann, es gibt da irgendwie eine Regierung in jedem Land. Man hat sogar Grenzen gezogen. Man hat Grenzen gezogen, um das Land einzuteilen. Auch das andere Land, das wird eingeteilt in Grundstücke und dann werden diese Grundstücke verkauft, Die einen Geschwister verkaufen den anderen die Grundstücke, die ihnen eigentlich gar nicht gehören. Weil du bist ja Gott und du hast diese Welt erschaffen und, du siehst, die ganze Welt liegt im Chaos, Frauen gehen mitarbeiten, schuften sich auch kaputt, um ein bisschen Geld zu verdienen und wollen keine Kinder mehr bekommen. Männer rennen in Strumpfhosen rum, benehmen sich wie Tussen und lassen sich Titten machen. Und wenn ihr Gott seid, wenn du Gott bist, und du würdest das sehen, dann würdest du sagen, das ist des Satans Werk. Das ist des Satans Werk. Er hat ein paar meiner Kinder verführt und die haben sich im Laufe der Zeit, in der Zeit, wo ich weg war, da habt ihr euch die ganze Welt untertan gemacht. Das würdest du dann sagen, wenn du Gott bist. Und was würdest du dann tun? Was würdest du dann tun? Du würdest einen deiner Söhne, nicht den stärksten und nicht den reichsten, nee, den intelligentesten, den du persönlich ausgesucht hast, Du guckst dir deine Kinder an, du kennst jedes deiner Kinder eigentlich, Und dir fällt direkt einer ein, den du fragen kannst, Dem du sagen kannst, er soll aufstehen und seine Geschwister dazu auffordern, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen, Das hat Gott vor 2000 Jahren getan, Jesus, war sein Sohn, sein auserwählter Sohn, der den Menschen sagen sollte, wie sie zusammen zu leben haben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und Jesus hat das getan, Er hat versucht, ganz, ganz viele Menschen zu überzeugen, dass sie ihm helfen, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Aber keiner hat ihm geholfen. Keiner hat ihm geholfen. Und dann brach ein Krieg aus. Es brach ein Krieg unter euren Kindern aus. Und in diesem Krieg, da wurde Jesus getötet. Und als ihr das gesehen habt, als Gott das gesehen hat, da ist er selber hier runtergekommen. Da ist er selber hier runtergekommen, um hier aufzuräumen. Das hat man uns so nie erzählt. Aber die Geschwister, die sich hier alles wieder unter den Nagel gerissen haben im Laufe der letzten Jahrhunderte, die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass niemand von uns die echte Geschichte erfährt. Die haben dafür gesorgt, dass niemand von uns die echte Geschichte erfährt. Aber sie wissen heute selber nicht mehr, was damals passiert ist. Weil es sind ja Generationen vergangen. Es sind ja tausende von Jahren vergangen, seitdem Gott das letzte Mal hier aufgeräumt hat. Und die Welt versinkt wieder mal im Chaos. Ich meine, der Euro droht uns zu crashen und Corona zerrt an unsere Nerven. Und die USA haben zu einem Überfluss auch noch ihre Armee vor der russischen Grenze aufgestellt. Und auch im Pazifischen Ozean sammeln sich immer mehr Schiffe von der US-Marine. Viele Kriegsschiffe schwimmen quasi schon vor China. Und ein Schweizer Think Tank, eine Denkfabrik, so sagt man, die haben vor wenigen Tagen eine Meldung rausgegeben, dass sie einen Krieg zwischen China und den USA nicht für ausgeschlossen halten.
Ja, wenn sich die zwei stärksten Militärmächte auf unserer Welt, wenn die anfangen, Krieg miteinander zu führen, ja, dann haben wir einen dritten Weltkrieg. Denn die Chinesen sind militärisch, ja, vielleicht nicht schwächer als die USA. Ich meine, die Chinesen haben lange keine Kriege geführt. Und so hatten die Zeit, im Stillen, im Hintergrund irgendwo aufzurüsten, könnte man sagen. Und auch die USA, die haben zwar viele Kriege geführt, aber sie haben ja immer noch ein großes Militär. Ich meine, die werden auch Verluste erlitten haben. Die sind jetzt nicht so groß, weil die ja inzwischen alles aus der Luft bombardieren. Und ja, wenn ihr das sehen würdet, ja, dass eure Kinder sich so gespalten haben, ja, ich glaube, dann ist es an der Zeit, dass ihr wieder einen eurer Söhne zu euch ruft, damit er seinen Mitmenschen sagt, dass es so nicht weitergehen wird. Ja. Damit er seinen Mitmenschen sagt, dass ihr ganz radikal, ja, ganz radikal am besten eine andere Richtung einschlagen müssen. Denn wenn sie das nicht tun, Herrgott hat schon angekündigt, dass er wiederkommen wird, um hier aufzuräumen. Durch viele Prophezeiungen, durch eine ganze Reihe von Prophezeiungen von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern und aus unterschiedlichen Epochen hat er ein und dieselbe Prophezeiung verbreiten lassen. Er hat prophezeien lassen, dass er während des Dritten Weltkriegs hier aufräumen kommen wird. Ja? Also im Prinzip, ja, steht schon fest, wann Gott kommen wird, um hier aufzuräumen. Und die Armee steht auch schon vor der russischen Grenze, beziehungsweise schwimmt die schon im südchinesischen Meer. Und ihr habt euren Sohn vor fast 2 Jahren, ja, fast 2 Jahren habt ihr ihn zu euch gerufen und ihm gesagt, dass er seinen Mitmenschen sagen soll, sie sollen hier aufräumen. Und der tut das. Der sagt euch schon ganz lange, dass es an der Zeit ist, hier aufzuräumen. Ja? Weil er versteht die Geschichte. Er versteht die Geschichte und er weiß ganz genau, ja, was seine Aufgabe ist. Und er versucht, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ja? Seit fast 4 Jahren versucht er, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und seit 2 Jahren weiß er davon. Er weiß seit 2 Jahren davon, dass er seinen Geschwistern sagen soll, die sollen hier aufräumen. Und er hat schon alles Mögliche unternommen. Er hat schon alles Mögliche unternommen, um seinen Geschwistern das mitzuteilen. Aber sie verstehen es nicht, weil sie die echte Geschichte unserer Welt überhaupt nicht mehr kennen. Und nur die Geschichte, ja, nur die Geschichte der Menschheit ist es, woraus wir wirklich etwas lernen können. Weil nur die Geschichte der Menschheit, die kann uns wirklich erklären, was es mit Gott, dem Teufel und mit Jesus auf sich hat. Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Nein. Wir haben uns an ihm versündigt. Wir haben zugelassen, dass dieser Krieg ausgebrochen ist und dass unsere Geschwister, unsere Geschwister Krieg gegen andere von unseren Geschwistern und gegen uns geführt haben. Und wir machen denselben Fehler schon wieder. Wir machen denselben Fehler schon wieder, weil wir nichts aus der Geschichte gelernt haben. Weil niemand von uns mehr die echte Geschichte von Jesus kennt. Die meisten von euch, die glauben ja nicht mal mehr an Gott. Aber ich kann euch versprechen, ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß, dass es ihn gibt und er wird hier aufräumen kommen, wenn ihr zulasst, dass dieser dritte Weltkrieg ausbricht. Ja, und ich versuche schon ganz, ganz lange, euch das zu sagen. Aber ihr glaubt ja jeder was anderes. Ja? Ihr glaubt ja jeder was anderes. Und ich schätze, die Geschichte wird wieder so ausgehen, wie sie damals ausgegangen ist. Damals brach eine 3-tägige Finsternis über unsere Welt herein. Und Gott hat Millionen Menschen vernichtet. Ja? Er hat Millionen von seinen eigenen Kindern vernichtet, weil sie dem Satan gedient haben. Weil sie dem Satan gedient haben. Und weil sie nicht aufstehen wollten, um Jesus zu unterstützen.